Grüß euch, ich bin's wieder, der Wolgi. Das haben wir jetzt voll viel, wenn sich wundert, dass ich gleich ausschaue wie beim anderen Video, weil es sind nach dem anderen Video auf einmal total schnell voll viel E-Mails kommen und Anrufe und haben es gesagt, Bitchen, mach gleich, ich möchte es wissen, weil ich gehe heute weg, heute ist Samstag und ich möchte wissen, wie ich das mit der Rosen mache, weil die wissen alle, meine ganzen Freunde wissen, dass ich total gut Blumen machen kann aus Papier. Und ja, und habe ich mir gedacht, gut, sagst du es ja, weil vorbeikommen tun sie jetzt nicht, und weil sie schon unterwegs sind oder können sie es irgendwie mit dem Handy da irgendwie, kann man das irgendwie anrufen, was weiß ich. Ja, das wird der Rosen heute, gell? Die Geschichte ist, ich nehme da wieder ein Kreanz und ein rotes Papier. Apropos Papier. Da habe ich auch eine E-Mail gerade vorher gekriegt. Ich habe das irgendwie runtertun müssen vom Papier, weil irgendwie da was oben war, irgendeine Reklame oder so. Ja, die Rosen, gell? Gehen wir es an. Da haben wir mal den Stuhl. Da fangen wir an mit dem Stuhl. Den tust du so einfalten immer. Was der eins einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. So, ihr könnt euch sicher noch erinnern, wir haben damals in der Schule, haben wir da immer so lustige Sachen gemacht, so Fächer oder ich habe immer gesagt, Ziehharmonika dazu, weil ich habe damals auch die Quetschen gespielt. Und deswegen weiß sicher jeder, wie man das macht. Tut man das so ein, falten die ganze Zeit, also einmal auf die Seite und einmal auf die andere Seite. Dann hast du einen total schönen Stuhl einmal beieinander. Alter, das geht schon wieder so dick, das Papier. Trotti, kommt da nicht ein. Ja, da, jetzt geht's. Siehst du, und das war das. Wir haben immer gesagt, eine Ziehharmonika, du kannst viel sagen und kannst auch sagen, ist ein Schalusen oder irgendwas halt. Ne? Das wird aber jetzt ein Stuhl. Das wird der Stuhl von draußen. Und jetzt hast du da den Stuhl und jetzt musst du bei alle 5 cm, musst du 1 cm einreißen. Ja, ich mach das jetzt mal. So. So. Wichtig ist auch, unten zutragen, weil wenn du es in die Vasen stellst, dann das Wasser nicht unten aus. Nein, es war jetzt ein Spaß. Das kommt gar nicht in die Vasen, weil es ist das Papier. So, jetzt machen wir dann die Blumen an sich. Und zwar, das wird der Kopf. Das musst du einmal so umfalten. Einmal so. Ein bisschen nicht ganz in der Mitte, ein bisschen drüben. Ja. Dann musst du das nehmen, jetzt wird es nämlich total irgendwie ganz schwer irgendwie. Das musst du jetzt da aufbiegen, ja, zu der Ecke. So, und schaut das dann einmal so aus, das schaut noch nicht wirklich aus wie Rosen. Aber das kommt schon noch, glaubt mir das. Jetzt musst da, so wie vorher mit der Ziehharmonika, muss das einmal so, immer so einbiegen, ja? Verstehst du mich? Immer so einbiegen. So. So. Und das Ganze fix dabei. So. Jetzt schaut das noch immer nicht aus wie ein Rosen, gell? Aber das ist damit der Schmäh dran, weil wenn du gut bist, dann kannst du jetzt aus dem noch einen Rosen machen. Jetzt musst du das Ganze. Schwer. Jetzt musst du umbiegen, das Ganze. Ja? Jetzt schaut das noch ärger aus. Ja? Dann nimmst du das, steckst es auf und dann kommt das. Das würdest du überhaupt. Jetzt musst du da die Rosenfummen umbiegen, dann musst du einblasen, ein bisschen Zaubersalz drüber und zum Schluss schaut das Ganze so aus. Und ich muss ehrlich sagen, da wundert es mich nicht, dass ich wirklich die meisten kennenlerne, weil das ist schon. Ich meine, ich möchte fast sagen, das ist fast Kunst, gell, was ich da mache. Ja. Gut, wenn du willst, dann kannst du mir wieder schreiben, gell?
Ansonsten, ich kann noch viele Sachen machen. Ich weiß nicht, das nächste Mal irgendein, weiß nicht, ein Fernseher. Ich kann alles basteln, weil ich da ziemlich geschickt bin in dem Ganzen. Ja, dann meldet euch halt, gell? Ansonsten sage ich wieder, pfiat euch, euer Wulgi.